Ne, wird dann geguckt, was am besten passt, ne? Auch wegen stimmmäßig, ob man auch ordentlich versteht oder nur gar nichts versteht. Ach Und so, das Ausdrucksweise, ist ne? dann. Ah, also bin ich nicht geeignet. Nö, du überhaupt nicht. Klar. Bitte. Dankeschön, finde ich sehr nett von dir. Bitteschön. Immer doch. Immer gern geschehen. Ah, du wolltest mich nie Nö. dabei haben. Klar. Nach der Zeit, was wir alles erlebt haben, ey. Nee, ich hab dich ja gefragt. Ob, wenn du Lust hast, kannst du ja Ja. Bescheid sagen. Na? Ja, also ist halt immer nur nach Zeiten. Also wenn du irgendwie jeden Sonntag oder so was eine Aufnahme machst, dann wäre halt kein Problem. Ich bin halt mindestens ein oder zweimal die Woche nicht zu Hause. Also Also nach Lust dem hätte. Stand, wieso jetzt machen wir so jeden Ja, Sonntag eine seit dem Aufnahme? Stand jetzt zurzeit ja. Weil ich Ja, habe ja hätte selber kein. kaum Samstagszeit. Außer es kann mal kommen, dass ich sonntags in der Nachtschicht los muss. Denn, naja, dann wird ein Ja. bisschen früher aufgenommen, geht das eigentlich auch. Nee, also ich hätte irgendwie schon Interesse, das hier mitzumachen. Ich werde mich auch anstrengen. Also, liebe YouTube-Hörer, ich werde mich auch anstrengen, mich ganz schön auszudrücken und so und keine bösen Wörter wie Puller in den Mund zu nehmen oder sowas. Ich bin Rocker, ich darf sowas. Nein, das geht darum, einen Anfang zu beleidigen oder so mit einmal. Darauf habe ich mir nicht keinen Bock. Habe ich jemanden Ja. beleidigt? Ja, dich selbst, ne? Ich beleidige nur mich selbst. Wenn ich mich nur selbst beleidige, ist das doch kein Problem. Das überlegen wir uns. Selbstironie gehört zum Leben. Finde ich jedenfalls. Hier ist Man ein. kann. Was ist denn ein Schaf? Ja, und also ab Schwules Schaf. morgen, da werde ich auch zwei Videos dann hochladen. Also einmal ein Infovideo und einmal eine Folge oder was? Nö, das wären dann drei Folgen eigentlich insgesamt. Also Ach die so. das Minecraft-Team und dann die zu Gastfolge bei Frame Massive. Kommt ja auch noch. Habe ich ja mit aufgenommen da. Er hat aufgenommen und ich habe Ach aufgenommen. so. Dann kannst du immer so einen Perspektivenwechsel machen, das ist doch ganz cool. Dann müsst ihr euch mal irgendwie abquatschen, dass einer von euch geil und Nee, das schneidet. ist viel zu viel Arbeit. Ach Quatsch, ey, Überleg wenn mal, wie man. groß die Fraps-Dateien sind. Ach, von Fraps, na okay, ja, hast recht. Ja, Ungefähr gut. 2, 3 Minuten, 3,9 Gigabyte. Stimmt, hast recht. Schön heute. Und das macht auch so recht Ja. viel Arbeit dann. Ich weiß. Naja, das Schneiden an sich ist eigentlich das Ja. Einfachste noch, wenn man das bedenkt. Ich meine, ich habe ja auch schon, ich habe Live-Videos geschnitten von uns. Richtig coole. Sind zwar ein bisschen dunkel geworden, weil wir jetzt nicht das optimale Licht hatten, aber ja. Boah, langsam werde ich müde. Ja. So, was kann ich noch machen? Weglaufen und schreien. Was das am besten kann. So, Holz ist weg. Jetzt müssen wir gucken. Hat man, haben wir noch Holz in der Hütte? Holzkisten, ne? Haus und Mauer von Frame Massive. Christian, du bist nicht gerade dabei, mir irgendwas zu schreiben bei Facebook. Das steht nämlich hier gerade. Wieso? Christian schreibt etwas. Nee, weil hier gerade bei mir steht, Christian schreibt etwas, weil ich habe mein Facebook-Fenster noch offen. Wundert mich nur. Nur eigentlich nicht. Ach. Ja, kann auch sein, dass mein Opera wieder abgekackt ist. Ich melde mich einfach mal ab, bevor alle denken, dass ich erreichbar bin und mich einfach zutexten. Sowas kann ich mal gar nicht verbessern. Wenn ich irgendwie nach einer halben Stunde nicht antworte und dann immer alle denken, ich kann immer. Was baue ich denn jetzt noch? Frame hat mir gerade geschrieben gehabt noch bei Skype. Immer noch am Aufnehmen.
Na klar. Bis um 10, dann sind 3 Stunden voll. Also 18 Minuten noch. Jo. Laut mein Timer. Ja, kommt hin. Ich bin mal aufs Produkt gespannt. Aber die erste Ansage war ja echter Fail. Ich weiß, kannst du ja als Outtake machen. Ja, kann ich machen. Aber du machst da, ich weiß nicht, inwiefern machst du da Nachbearbeitung? Schneidest du noch ein bisschen raus und oder fügst du noch irgendwelche Sounds ein? Nö. Ich habe die Videos jetzt noch nicht so intensiv gesehen. Nur sowas sowas würde ich halt machen. Auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel verplapper oder so, schneide ich auch nicht raus. Ja. Ich selber, wenn ich halt so eine Videos machen würde, ich glaube, da würde ich so übelsten Wert drauf legen, dann noch irgendwelche lustigen Sachen mit einzubauen. Ich glaube, ich hätte eigentlich mal Lust, so eine Minecraft-Kurzvideos zu drehen. So ähnlich wie, ich weiß nicht, Skyrim sagt euch was, ne? Es gibt irgendwie so eine Sachen wie 100 Wege, um mit Skyrim zu sterben. So eine Sache, so eine ganz lustige Sache. So. Ja. Boah, ich bin bei 32 schon. Bei der Tiefe. Ich habe bei 70 angefangen. Runter zu graben. Ich bin aber auch ganz schön tief schon, das sieht man richtig. Ich mach gerade mal das Eisenerz fertig. Du das. Stein. Ich hab ja gerade so viel zu tun. Stein gecraftet. Es gab ja mehrere Arten. Es gab ja noch so eine ganz geile Art von Stein. Ja. Ich überlege nur, wie die heißt. Hier, das hat Frame da an seinem Haus rum vorne dran, das wird Weg auch haben. Hieroglyphen sind das. Also, nee, die meinte ich nicht. Ich meinte auch so eine graue. Auch so was wie Ziegel. Ja, okay, ist ja erstmal egal. Ich versuche erstmal so die Grundmauern fertig zu machen. Ich weiß gerade gar nicht, was. Wahrscheinlich ist das ein normaler Stein, den du meintest. Nee, ich kann es jetzt nicht erklären. Gerade ein bisschen bescheuert zu erklären. So, gleich auf Ebene 30 und dann habe ich keinen Bock mehr zu buddeln. Schaff. Ich muss ja auf Ebene 16 runter, um die ordentlichen Materialien zu finden. Wolle. Nerv nicht. Ich hab sonst gesagt. Nee, ich meine nicht euch. Ich weiß. Wen denn? Franzi oder was? Eine nervige Franzi. Cis. War klar. Wieso? Was hat sie gemacht? Ach, nervt nur. Will sie langsam ins Bett oder was? Ja, weil ja Oma da ist, die muss ihr Zimmer räumen. Ja, aber. Blab, Oma schläft ganz oben. So jetzt. Franzi kriegt das Zimmer von Fabi in der Zeit und Fabi schläft bei Marci mit. Und deswegen soll ich jetzt meine Couch ausziehen, wo ich gerade meinen Fuß ausgestreckt drauf habe. So, wie macht man nochmal Pictures, Chris? F2. Nein, Bilder aufhängen. Nein. Oder. Ach, Bilder aufhängen. Wolle und dann. Wie war das? Ich dachte, ihr meint das Screenshots. Sorry, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist aber schwach. Musst du gerade sagen, der gar keine Ahnung hat, wie man was craftet. Ich schau nochmal nach. Den Moment. Ist eure Schwester wirklich so nervig? Ich habe sie gar nicht mehr in Erinnerung, wie nervig sie damals war. Wie immer. Ja. Immer noch nervige Petze wie immer. Hm. Ach echt? Hat sich nichts geändert. Gemälde. Stöcker und eine Wolle in drin nur. So rum war das. Hat sich nichts geändert bei ihr. Ich habe mich ja irgendwie gefreut, sie auch wiederzusehen, so nach der langen Zeit mal. Also,
generell euch alle, also okay, du bist ja woanders, du bist ja in Bad Oldesloe. Also okay, das ist ganz schlecht. Ja. Ich meine, komm, wir haben damals halt so viel Zeit verbracht gehabt, also ist eigentlich schon schön, wenn man nach so langer Zeit. Hier, schenke ich dir. Kannst du aufsetzen. Oh, danke schön. Ey, ich find die cool, die Dinger, und dann siehst du halt nur die Löcher. Du sollst ja irgendwie besser sehen, wenn es dunkel ist, ne? Das habe ich nie mitbekommen. Was ist auch nicht. Hallo. Guck mir mal nochmal an. Auch dumm. Screenshot. Das sieht aus. So geil. Pass mal auf, warte mal. Nimm mal eine Spitzhacke in die Hand. Weißt du, ich kann ein bisschen cheaten, wenn ich F1 drücke, kann ich, ja, alles ausblenden, sogar dann die... Nimm mal eine Spitzhacke jetzt in die Hand. Hab schon. Kürbiskopf. Kannst du ja hochladen. Warte mal. Zack. Was hast du jetzt gemacht? Hast du ein Bild davon gemacht? Hinter dir. Was ist das denn? Warte mal kurz. Gemälde. Kannst du abhacken. Dann kannst du dir im Haus noch einfach aufklicken mit rechts. Dann machst du dir woanders. Kommt immer drauf an, welches Texturenpack du drauf hast. Ja. Aber man kann jetzt nicht irgendwie quasi Fotos machen und die dann daran hängen, ne? Nee, so nicht. Da musst du das Texturenpack bearbeiten und das dann mit einfügen. Zack, mit Linksklick machst du die dann wieder ab. Ja, ich kenne dich. Ich geb dir mal 2-3 Stück oder so. Ja, danke. Zu deinem Haus verschönern. Ich habe übrigens mal einen Mod gesehen, wo du quasi so Bildschirme craften kannst und eine Kamera aufstellen kannst und dann kannst du so alles überwachen. Okay. Aber das ging nicht auf Server, das ging nur mit Singleplayer. Ja, haben wir manche Langeweile, ne? Ey, aber das war schon echt geil. Also, baust du dir so einen schönen Sesselraum, kriegst dir den Bildschirm da ran, dann kannst du halt die Gebiete überwachen. Spinny. Chris. Ja. Das Texturenpack hat fast nur Jesus-Bilder drin. Also ein Quatsch, ja. Das ist ja voll unglaublich. Voll gefailt, Alter. Frame hat Langeweile gehabt. Scheiße. Ja, das merke ich schon. Geh mal ins Haus und guck mal zur Tür dann, wenn du in der Nähe bist gerade. Ey, das sieht so hässlich aus. Ich habe ja das Texturenpack gar nicht drauf. Naja, deswegen siehst du wahrscheinlich ein anderes Bild jetzt. Ich hab kein Texturpack drauf. Guck mal. Ich habe das Standard-Texturpack drauf. Ja. Aber ich hab ein Texturpack, aber das benutze ich nicht. Weil wenn ich dann meine... wenn ich dann so eine Backsteine hin, also so eine Ziegelhof setze, so eine Ziegelsteine, die werden nicht angezeigt. Ja, aber dass erst geupdatet werden muss. Ist zu Langeweile? Guck mal ins Haus, ey, das sieht so scheiße aus. Direkt hier so auf der Rückseite. Das Texturenpack. Ey, das ist so hässlich. Da war das andere schöner. Naja, ja, du kannst das Texturenpack doch selbst noch bearbeiten. Haust du einfach von Honeyboy irgendwelche Textur, also Arts rein. Das andere, was wir in den, was wir auf der anderen Map hatten, die Bilder waren ja cool. Die sahen echt besser aus. Keine Ahnung, wie viel das war. Das war doch mit diesem riesen Waldposter und so. Ja, aber ich meinte, ich habe keine Ahnung, von wem das war. Achso, ja, ich auch nicht. Ich glaube, draußen läuft ein Creeper rum. Na toll. Na, wo? Hä, aber irgendwas war da drüben. Naja, hier sind eben die Schweine. Oink. Du weißt, umso mehr Tiere bei uns sind, umso weniger spawnt hier, ne? Das passt ja. Hier, renn mal in den Regenwald rein. Also ist hier bei mir ein Totenkopf. Ich glaube eine Insel und... Das passt hier, das in der Mitte. ein Blumentopf. Ja, das F hat wirklich hingehauen, so. Fenrir. Frame. Das kann ich lassen. Komm mal mit.
komm hier. Kannst du mir jetzt irgendwas zeigen? Da kommt bestimmt ein Küche. Halb duschen, halb nicht. Ah, Regenwald, ne? Geil. Hammer. Patrick. Ja. Nee, ich rede schon wieder mit meiner Familie. Was, mit wem redest du? Bilder kommen ins Haus, nicht außen. Marcel, was meintest du, mit wem du geredet hast? Mit my family. Achso, und die wussten nicht, mit wem du jetzt redest. Oder? Ja. Ja, kannst du ja mal grüßen. Du müsstest mich ja noch kennen. Glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Der immer alles hat sich kaum noch an dich erinnert, aber Frank. Ja. Ja, okay, wenn ich da jetzt vor euch stehe oder vor der Tür stehe. Schönen Gruß von Patrick. Wer bist du denn? Ja, ist bestimmt die Frage. Mhm. Fabi weiß auch nicht mehr, wer ich bin, wa? Nicht wirklich. Ach ja. Boah, ist ja normal, man verändert sich ja auch. Naja, klar. Also bei Franzi hätte ich das jetzt eigentlich mehr gedacht, weil sie war ja jetzt drin. Auch nicht so. Das gehört so. Was gehört wie? Gar nichts. Sie immer nur am Rumfummeln, die Frau. Mach dir mal irgendwas anderes. So. Und Frame des Haus habe ich auch nochmal mit einem F dekoriert. Mit einem F? Ja, Frame. Hat er so in so ein Picture Pack mit eingeführt. Achso. Das hat er selber gemacht, ja? Hat er so selber gemacht. Ja, voneinander zusammengemischt, ne? Und ein bisschen selbst was reingefügt. Mhm. Angepasst und so. Unten rennt ein Creeper rum hinterm Haus. Ouch. Hinter welchen? Hinter meinem? Hinter eurem? Ah? Okay. Ja. Wieso? Oh, ganz wichtig. Haben wir noch Eisen? Ich brauche Eisen. Ich brauche Basti mit meiner Eisentür. Wie lange nehmen wir noch auf? 8 Minuten? 6 ungefähr. 6 Minuten. 5 mittlerweile. Gut. Wieso? Ah. Fabi. Muss. Na, er muss ja morgen zur Schule, ne? Ja, ich hab morgen frei. Daher. Tja. Also ich brauche unbedingt andere Bilder, ey. Das geht so gar nicht. Das sieht so beschissen aus, die ganzen Jesus-Bilder. Da hat er echt eine Neule gehabt. Hm? Wo wollen wir denn die Verabschiedung machen? Vorne wieder, ja, ne? So wie immer. Ja. Meine Bilder sind alle weg. Schon wieder sonst wohin geflogen, ey. Ist doch gar nicht. Ne, fertig. Versuch noch mal ein Bild zu machen. Passt nicht. Aber du musst außerhalb einen Knopf anbringen an der Tür, ne? Weißt du. Ich weiß, ich bin auch gerade dabei, ihn zu basteln. Ich muss noch mal gucken. Hallo. Wie waren da? Ach nee, das waren. Hä? Wie waren da nochmal? In der Mitte ein und unten Mitte ein. Achso, nur zwei. Siehst du, das Problem habe ich aber auch immer, dass ich den vergesse. Hey Zombie, 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 komm, komm, komm. Nee. Was, in der Mitte oben ein und da drunter? Untereinander müssen die nur. Kommt bei mir nicht. Stein, ne? Stein. Zwei, ja. Ach, Steine. Ich habe jetzt gerade Eisenbären gehabt. Du kannst auch einen Hebel ranmachen. Könnt ihr ja auch nicht betätigen. Aber selbst das funktioniert nicht. Ja, ich muss mich sonst aus dem Haus rausgraben. Hast keine Steine? doch, Steine habe ich, aber ich muss mir erstmal Stöcker machen, dann kann ich meinen Hebel basteln. Drin kannst du eine Pressure Plate machen. Das merke ich schon.
gelandet. Und unten Stein drin? Dann würde ich unten Steinreihe machen. Ja, ich bin gerade überlegen, wie man jetzt hier nochmal Schalter bastelt. Und wie man was? Unten Schalter. Ein Cobblestone und in der Mitte ein Stock. Ah, ja, hab schon, bitte? Danke. Danke, Information. So also, schwer ist das auch gar nicht, du Noob, Marcy. Wir müssen bei uns aber auch so irgendwann mal die Türen aus. Hast du mir gerade Glas in den Weg gelegt, du? Nein, ich darf nicht beleidigen, sonst werde ich das in den Kino geschmissen. Aber das geht ja nur von innen. Der Hebel funktioniert nicht. Normalerweise bringt man die Tür von hier aus an. Genau andersrum, ja. Warte. Okay. Musste ich außen hinstellen und hinsetzen. Ja, ich weiß es nicht. Ich mach's immer so nach. Gucken wir mal seine Hütte an. Na, hier ist er noch nicht. Ich habe noch nicht mal ein Dach. Hui. Ja. Genau, so, ich muss jetzt nochmal genau gucken. Wie war nochmal dieser scheiß Stein, die Steinplatte? Nicht drei nach da, das war ein Ofen. Frag Rostet, weiß ich nicht. Ja, Chris. Sag ich nicht. Chris. Okay. Information. Information abgelehnt. Information auf Eis gelegt. Warte kurz. Okay. Haben wir eigentlich irgendwo mal Weizen angepflanzt? Mit dem Haus. Doof, Kopf. Hoffe ich nicht mal Weizen. Fertig. Aber irgendwie funktioniert. Achso, ich weiß warum, wegen dem Hebel. Zwei, nein. Guck mal, Chris, ich muss zwei Steine nebeneinander legen, nicht übereinander. Hatte ich doch das gesagt. Aber es funktioniert. Nee, du hast übereinander gesagt. Aber selbst das funktioniert gerade nicht, wenn ich Pflasterstein habe. Ja. Druckplatten? Ach nee, Druckplatten, zweimal Holz. Warte, ich hab schon, jetzt hab ich's. Ach, danke. Mach ich mal wieder Kinder. Ich hab aber einen Knopf außen angebracht, weil sonst geht das nicht. Ach so? Autsch. Ich hasse das. Du hast einen Knopf unten angebracht. Ach da, Steinschalter. Nee, das Ding ist mit Cobblestone funktioniert das. Cobblestone funktioniert es überhaupt nicht. Der. Ja, Mischlingsschwein. Das ganze Eisen. Das liegt in den Öfen. Verbrennt da gerade noch. Ja, Mischlingsschwein. Ja, komm, wir müssen mal beenden jetzt, ne? 10 Uhr. Ja. Sofort. Das ist ein Mischlingsschwein. Da. Gedigelt. Erstmal Weizen aus Hand nehmen, ey. Ich weiß, wie wir beenden. Na, kommt mal her. Jeder springt einmal hier runter. Von seinem Sprungbrett. Wo runter? Hat ein Sprungbrett? Hat er, der hat sogar einen Pool. Hier hat er eine Rutsche. Das, das ist eine Rutsche. Ui. Na dann, kletter du hoch. Kameramann springt zuerst. Eigentlich müsste es hier noch einen geben, der wirklich permanent Kamera macht und der verschiedene Dinge aufnimmt. Ui. 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 Jo. Und damit beenden wir dann mal die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal wieder beim Minecraft-Team. Ciao, ciao.